Genau. Passt doch. Ich wollte gerade sagen, was klopft denn hier? Dabei hat er den Baum umgehauen. So. Hier machst du den in der Mitte weg. Den machst du zu. Ah, die Köchin ruht aus, okay. Einzelhaft 3 erwarten noch Einzelhaft. Warum? Was kostet das Kamerasystem? Das ist... stationiert... nee. Was war denn das? Monitor 1000, das machen wir mal. Dahin. Ja, immer schön rein in die gute Stube. Gibt es eigentlich einen Tisch? Nein, das nicht, aber einen Apfeleimer kann man mal reinstellen. Wie sieht denn das hier aus? Ein Bücherregal auch noch. Keiner so. Jetzt passt mal auf. Verbinden. Huch. Warum wir da immer noch Leute in der Übergangszelle haben, haben wir noch so viel von... Ja, da war aber viel rum. Welche haben wir denn als letztes geklont? Die. Will ich jetzt nicht. Ich will jetzt... die... Wie viel haben wir denn? 15.000. So, jetzt passt die mal auf. Haben wir keinen potenziellen, da ist einer. Den machen wir jetzt auch nochmal als... So, wo ist er? Wir haben ja Nacht. Okay.
Wir haben doch hier jetzt drei, ne? Ja. Haben wir hier noch eine Einrichtung? Dann passt das. Versorgung. Feuerlein. Mit der Dusche habe ich mich immer noch nicht. Wie viel kommen? 13. 3 werden entlassen. Das sind 10, sind 67. Wenn es keinen Zwischenfall gibt, okay. Das, wieso blinkt das hier manchmal? Das ist ja, verstehe ich nicht so ganz, weil das tut es nämlich manchmal und manchmal aber auch nicht. Ja. Ist wieder unten. Wir wissen jetzt hier, will ich dann essen. Die Roten gehen essen. So, jetzt pass auf. Stationierung, Logistik. 47 kommen da jetzt schon rein. Also die schaffen das. Ja. Die schaffen das. Stationierung, Arbeitsplätze. Ja, was zu tun haben. Ja, die schaffen das. Das passt. Okay, ihr kriegt da oben noch eure Versorgung. Hier Gruppentherapie. So, hier ist die Kamera wieder da nicht. Ist eins von den Dingern nicht besetzt? Doch. Wieso ist denn die Kamera da jetzt wieder nicht? So ist es da nicht. Komisch. Hatten wir die hatten wir doch auch mal angeschlossen, oder nicht? Ich will jetzt hier. Wenn wir jetzt hier nochmal, warte mal, wie viel haben wir? 10.000 reicht sowieso nicht.
Ja, nicht planen. Demontieren. Wir telefonieren, okay. Hier ist wieder Stress. Haben wir gleich wieder mehr frei. Ist wieder... Oh, wo ist denn das diesmal? Besucherraum, mhm. Ja, da treffen sie halt auch immer alle aufeinander, ne? Gehen wir da gucken. Schau dir das mal an, was da oben so los ist. Wie viel braucht benötigt ein Arzt? 15, das ist natürlich schon viel, ne? Dann herrscht hier oben gleich wieder Vollbetrieb. Können wir schon mal einen Arzt da hochschicken, oder wie? Nachdem die ja wieder da unten alle... Ja, genau. Aha. Da Kim da. Ja, die waren also unbeteiligt, ne? Die haben keine Handschellen. Kein nichts. Okay, da ist wieder... Aber hier haben wir es halt nicht so weit, ne? Haben wir es nicht so weit. Und dann kann man den Arzt da hinschicken und dann funktioniert das schon. Will ich Strom sparen. Ein wenig Strom sparen. Machen wir das Blut weg. Wenn wir das nochmal hier angucken. Ich habe jetzt noch nicht drauf gedrückt dahin. Das hat jetzt, das war jetzt noch selbstständig. Aber der zum Beispiel. Okay. Wo geht denn jetzt noch hin? Ist noch hier da einer? Der verletzt ist, da ist noch einer. Ja, okay, das ist ja in Ordnung. Würden die ja in ihrer komischen Krankenstation da mal bleiben, ne? Jetzt haben wir noch Freizeit, es ist abends, jetzt gibt es gleich Essen. Sollte aber soweit funktionieren. Ja, der Tag ist ja noch nicht rum. Wo? Oh gut, hier unten. Oh, hier sind aber jetzt wenig Polizisten. Okay. Was ist jetzt... Wieso ist jetzt das? Oh, und hier. Oh, hier müssen wir aufpassen.
Da hat's einen Koch erlegt. Ist Ruhe? Kann ich die Ärzte losschicken? Da ist ein toter Koch. Naja. Ah, die macht schon. Geh auch mal da rein. Guck mal danach. Noch ein Koch, aber der ist verletzt. Die hat jetzt den Hund geheilt. Habt ihr gesehen? Minuten Arzt, 26. Okay, das ist natürlich wieder viel, ne? Hat ja gleich was zu tun da oben. Wie viel haben wir nochmal? Das waren 11, 10, 21, 31. Alles klar. Gut. Aber jetzt, wir haben es auf jeden Fall deutlich besser im Griff als vorher. Immer noch eine Wäscherei für alles. Muss man auch mal gucken. Da können wir gleich mal hier einen Blick werfen. Ich will nochmal hier gucken. Das ist noch offen. 116 schwere. 144 normale. Schlafen, ja gut. Wenn sie in Einzelhaft sind, ist das immer so eine Sache. Bildungsreform, ja, die Bildungsreform, das ist auch so ein Ding, ne? Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ja. Okay, alles klar. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Würde mich freuen. Also, bis dann. Ciao.